Luft holen und rennen ins Verderben. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, geht das schneller, geht das nicht schneller? La 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 la. La 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 la. Du bist auch auf LSD, oder? Sag mal, wie viele Windungen hat dieser Scheißturm denn noch? Muss doch x Meter unter dem Turm der Dämmerung sein. Ach, leider gibt es ja keine Life Points Upgrades. Okay, es ist nicht nur LSD. Wo seid ihr? Was ist wundervoll? Wo seid ihr? So, hier muss ich euch sagen, ich wusste, dass das kommt, durch ein anderes Let's Play, was ich mir einmal angesehen habe. Und, naja, hier gibt es einen kleinen Trick. Ich suche nach euch! So. Immer wenn das Geräusch kommt, müsst ihr in die nächste Tür gehen. Deswegen laufe ich immer links rum. Farah? So, da habt ihr es wieder gehört. Und da geht's wieder rein. Farah? War doch ein Fehler von mir. Sollen wir ein Bad nehmen? Wovon redet ihr nur? Wo seid ihr? So, da kam's wieder. Scheiße, daneben. Mal vierte, glaube ich, irgendwie sowas. Wo seid ihr? Wo seid ihr? So, jetzt weiß ich noch, dass es das erste ist. Wo seid ihr? Halt deine Fresse. Ich bin doch hier. Oh, schon wieder das Falsche genommen. Fick dich, Mann. Farah, wo seid ihr? Hier bin ich. Halt deine Fresse, du Vollidiot. Wo seid ihr? Hier bin ich. Farah, wo seid ihr? Ich bin hier. So. Wo seid ihr? Ich sehe euch nicht. Stockwerk Nummer 2. Also das wird langsam lächerlich. Ja. Farah? Schließt mich einfach in eure Arme. Mit wem redet ihr denn da? Ich habe schon so lange gewartet. Könnt ihr mich hören? Warum seid ihr so abweisend? Farah? Könnt ihr mich hören? Farah? Möchtest du deine Pillen nicht mal nehmen? Uhuhuhuhu. Geschlagen mit den Waffen einer Frau. Es ist wundervoll. Kommt schon! Berechnend und kalt. So, außer Vision wissen wir, von wo Farah sich denn durchgenommen hat.
Careful, look here. Jetzt tendeln die miteinander rum. Für die kleineren unter uns, die haben gerade Kinder gemacht. War sie wirklich die magische Höhle? Wenn es ein Traum war, dann war es einer, den wir beide träumten. Es war kein Traum. Ich habe kein Dolch, kein Schwert. Was hat Pfarrer sich wohl mitgenommen? Und jetzt braucht sie einen ja nicht mehr. Oh nein. Tja, wenn er so blöd war. Und weiter geht's im Text. Hey, wie wollen wir so gegen die Gegner kämpfen? Tja, das ist ganz einfach. Verpiss dich, ich will diesen blöden Raum nicht sehen. Dadurch ist Pfarrer nämlich entkommen. Und rüber geht's. So. Zum Glück kenne ich die Stelle noch. Ein Augenblick. Nee, das ist falsch. Das ist auch falsch. Ach so, ja. So, Spiegel mit. Spiegel ist heftig verpixelt. Und geschafft. Tja, und was bekommen wir dadurch? Schönes, neues, klasse Schwert. Und jetzt können wir auch die anderen Gegner damit kalt machen. Lustiger Bug. Aber naja. Hi, mein Jungs. Ich frage mich gerade, wie sollen wir die Gegner jetzt kalt machen ohne Dolch? So, ich würde schön einen Konterkill machen. Oh, verdammt. Ich sehe nichts. Jetzt sind sie alle tot. Also, ihr habt gesehen, das Schwert haut die sowieso alle kaputt. Es ist einfach godlike. Haha. Ach ja, wenn wir jetzt den Dolch haben. Muss alles auf Anhieb klappen. Als wenn. Gut. Beim nächsten Mal fangen wir hier an. Jetzt können wir nichts, also kann ich nichts mehr zurückspulen. Ich denke, die nächsten Teile werden ein wenig. Ja. Simpler werden, weil ich sowieso an den meisten Stellen abkacken werde. Oder aber ich mache das so, ich lade den ganzen Kram hoch. Also ich spiele das Spiel vorher einmal durch. Und nur noch einen Schlag dafür. So.
Wasser. Hier ist safe. Hey, Pfarrer. Wie kommt's denn eigentlich bei den ganzen Bestien lang? Frage ich mich immer noch. Und weiter geht's und ran und Schnaufpause und drehen. Und weiter, weiter. Hoch da, Schwert raus und alles töten. Getötet. Fuck, ich hätte mal drauf achten sollen. Egal. Das Schwert ist einfach richtig godlike. Und hier nicht in Deko kaputt machen. Scheiße. Kaputt gemacht. Und rein da. So, da geht's also hoch weiter. Grabmal. Ich habe keinen Prozent dazu.